Schrecksekunde für Deutschlands WM-Hauptrundengegner Spanien. Handballtorhüter Rodrigo Corrales wurde am Freitag beim Training in der Kölner Lanxess Arena durch eine umgefallene Werbebande am linken Knie verletzt. Spanien ist am Mittwoch, 20:30 Uhr ARD, letzter Hauptrundengegner der deutschen Mannschaft in Köln. Rodrigo hat eine starke Prellung erlitten, am meisten beunruhigt mich aber der Bluterguss im Kniebereich, wurde Mannschaftsarzt Juan José Muniz Benito in einer Mitteilung des spanischen Verbandes RFEBM zitiert. Es sei kein Knochen gebrochen, ob der Torhüter am Samstag gegen Weltmeister Frankreich spielen könne, sei allerdings offen. Neben Corrales 27, der bei Paris Saint-Germain Vereinskamerad des deutschen Kapitäns Uwe Gensheimer ist, verletzte sich auch Mitspieler Aitor Arino. Der Linksaußen kam, bei dem Malheur mit der am Spielfeldrand platzierten Lettbande allerdings mit Hautabschürfungen davon. Infolge des Vorfalls suchte am Freitagabend Weltverbandspräsident Hassan Mustafa das Teamhotel des amtierenden Europameisters in der Domstadt auf.